Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines Fahrhaber. Ich sage immer, ich habe so drin, ich habe so eintrainiert. Meines Contraption Let's Plays. Fallout 4 Contraptions. Natürlich sind wir in Fahrhaber, aber genau. So, die Fabrikhalle steht. Wir waren letztes Mal gerade noch dabei, hier alles mit Strom zu versorgen. Das machen wir jetzt auch noch und leuchten das alles aus. Finde ich immer gut, wenn es Nacht ist, wenn man sowas macht. Dann sieht man immer gleich, wo noch Licht fehlt. Und dann sind wir im Grunde fertig. Achso, ich meine, dann können wir anfangen, eine Produktion hier reinzubauen. Ich mache jetzt erstmal von außen die Verkabelung. Mir ist nämlich eingefallen, nachträglich, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, dass ich ja voll doof war. Weil nur weil es jetzt Leitungen gibt, heißt es ja nicht, dass man nicht auch noch die alten Teile benutzen kann, um Strom zu verlegen. Irgendwie habe ich die ausgeblendet, komplett dadurch, dass es jetzt neue gibt. Denn wir können ja einfach, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo die sind. Ich glaube, hier waren die dabei. Ja, genau. Wir können ja einfach sowas hier anbringen. Ist dann überhaupt nichts dabei. Und dann kann man hier das Kabel runter verlegen. Das kommt weg. Ups. Dann springen wir. Dann steht Nick im Weg. Und dann können wir hier das Kabel verbinden. Und dann sieht das alles gleich ein bisschen schöner aus. Cool. Ist schon besser. Das mit der Tür finde ich immer noch nicht optimal. Aber ist schon okay. Fürs Erste jetzt mal. Lasst mich überlegen. Hier außen mache ich auch mal eine Beleuchtung hin. Da finde ich, passen die eigentlich eh ziemlich gut. Machen wir mal zwei Stück ungefähr auf gleicher Höhe. Gleicher Abstand. Da machen wir innen noch so Energieabstrahler. Doch, genau. Jetzt nehme ich nämlich doch hier wieder die alten Teile, weil es macht an der Stelle einfach Sinn. Die Leitungen sind zwar cool und schön und gut, aber irgendwie auch umständlich. Wir können auch hier einfach mit ein paar Dingern das Stromkabel über die Decke verlegen, einigermaßen schön, dass es auch nicht stört. Ich glaube, das wird ganz cool. So, ich mache hier noch einen direkt hinterm Tor, damit das Kabel nicht zu tief hängt. Und dann gleich noch einen ins Eck hier. Für die Zukunft. Man kann ja das von hier oben auch jederzeit wieder runter verlegen, wenn man will. Moment, was... Ach so, nee, passt schon. Das sah jetzt gerade komisch aus, wo der mit das Kabel hin verlegt hätte. Der will das gleich mit der Tür verbinden. Ich weiß nicht, warum jetzt das schon wieder nicht geht. Also manchmal weiß ich es wirklich nicht. Aber ziehen wir den ein bisschen weiter nach hinten, dann dürfte es kein Problem sein. Okay. Hier könnte es auch sein. Ah ja, hier erlaubt das. Ah, aber das hängt mir fast zu tief. Das ist nicht schön, oder? Ich glaube, da machen wir hier noch so ein Zwischending rein. Sonst hängt das Kabel so tief unter das Tor. Das sieht, finde ich, doof aus. Jetzt wird es gut geschafft. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es schwer, das Kabel wieder anzuvisieren, aber dann hatte ich es schon. Genau, so hängt es ungefähr auf Türrahmenhöhe. Das finde ich voll in Ordnung. Das stört überhaupt nicht. Gut, dann dürfte jetzt die Lampe hier außen leuchten. Tut sie nicht. Das kann manchmal vorkommen. Dann hilft es normalerweise, wenn man sie wegnimmt, lagert am besten und wieder hinsetzt. Okay, trotzdem leuchtet sie nicht. Dann habe ich keine Ahnung, was da los ist. Haben wir keinen Strom? Habe ich irgendeine Verbindung vergessen vielleicht? Schaue ich nochmal, dass es auf gleiche Höhe kommt, das Ganze. Ja, wir haben noch keinen Strom. Dann ist schon gut. Dann bin ich nur doof. Gott sei Dank. Ich bin immer froh, wenn der Fehler an mir liegt, weil dann kann man ihn leicht ausbügeln. Wenn das Spiel schuld ist, dann ist es meistens komplizierter. Okay, jetzt haben wir es. So ein schönes Gebäude, das ich hier gebaut habe. Oh Gott. Naja, es ist das Wasteland. Hier hat man keine so hohen Ansprüche an Architektur. Mehr Beleuchtung. So. Außenstraßenlaternen könnte man auch aufstellen, das stimmt. Welche Lampen passen denn in so eine Fabrik am besten? Die hier zum Beispiel passen. Aus irgendeinem Grund sind Fabriken immer furchtbar hässlich. Warum eigentlich? Warum macht man nicht mal schöne Produktionshallen, wo sich die Leute wohlfühlen?
Wir machen das jetzt ganz einfach. Man muss doch mit gutem Beispiel vorangehen. Das wird eine Produktionshalle, eine vollkommen automatisierte Produktionshalle ohne Menschen, in der sich Menschen wohlfühlen. Ist das nicht wunderbar? Da machen wir nämlich schöne Lampen hier rein. Das Blöde ist, dass die schönen Lampen, und dazu zähle ich diese futuristischen Lampen hier, nicht wirklich viel Licht abgeben. Das ist ein bisschen schade. Die helleren Lampen sind schon die unschöneren Lampen. Verzeihung, die habe ich noch nicht getestet. Die könnte man mal hier aufstellen. Warum nicht? Jetzt schaue ich mal, jetzt lasse ich immer von der Wand eins... Genau zwischen zwei Teile kommt jetzt so eine Lampe. Vielleicht ein bisschen höher, oder? Ach, eigentlich ist das schon okay. Ach so, immer zwischen zwei Teile ist blöd, wenn ich hier Fenster habe. Aber egal, dann kommt zu den Fenstern dann einfach noch eine andere Lampe. Schauen wir dann mal, ob sich das ausgeht, ob das Sinn macht. Okay, hier kommen jetzt mal überall solche Lampen hin, das ist okay. Ah, ich habe hier einen neuen Stromeingang gemacht, stimmt, noch gar nicht verbunden. Ob jetzt bei den Fenstern unbedingt Lampen sein müssen, weiß ich nicht mal. Aber man könnte auch oben so Strahler hinhängen, an die Fensterleiste. Vielleicht ist das gar nicht hässlich. Ich teste es mal bei diesen vier Fenstern und dann versorgen wir das Ganze mal mit Strom. Und dann sehen wir es eh, wie es aussieht. So. Ich glaube fast... Ups. Ach, immer das Gleiche. Ich glaube fast, ich verlege hier jetzt wieder traditionell Strom. Ich finde die Leitungen zwar schön und so, aber irgendwie ist es anders einfach unkomplizierter. Und hier außen ist es ja eigentlich auch wirklich egal. Weil ob jetzt hier unten entlang Kabel läuft oder nicht, merkt doch niemand. Na, eigentlich gefällt es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Vielleicht machen wir doch wieder Leitungen. Nee, das passt jetzt schon. So ein Kabel kann schon mal unter der Erde durchgehen. Macht doch Sinn, dass man das einbuddelt. Okay, gefällt mir, oder? Ist eigentlich cool. Mache ich bei den anderen Fenstern auch. Jetzt, wo ich das so sehe, sind die Lampen schon sehr dunkel. Geben die überhaupt Licht ab? Ich glaube, ehrlich gesagt, die geben nicht mal wirklich Licht ab. Ha, blöd. Vielleicht machen wir doch noch so Strahler überall hin. Jetzt haben wir hier hinten noch keinen Strom. Aber das dürfte kein Problem sein. So, hier nehme ich jetzt wieder Leitungen. Ah, es könnte jetzt sein, dass die Lampen im Weg sind für Leitungen. Wenn das so ist, dann machen wir doch keine Leitungen. Ja, genau, nee. Okay, dann ist es egal. Dann mache ich da oben einfach nur einen Energieausgang hin. Das geht hoffentlich. Oder unten. Man könnte unten Leitungen bis zur Tür machen. Das machen wir. Ich glaube, das reicht nämlich. Wenn wir hier unten eine Leitung bis zur Tür machen und an der Tür so einen Energieabstrahler. Warum kann ich das jetzt auch nicht platzieren? Ah, weil es ein bisschen schief ist. Da muss man echt aufpassen. Das ist echt nicht leicht. Dann mache ich es jetzt nämlich wieder andersrum. Ich lege jetzt erst hier die Leitung möglichst gerade an die Wand. Weil an der langen Leitung kann man es einigermaßen ablesen. Platziere die mal hier. Jetzt packen wir das da ran. Das geht nicht. Dann muss ich das einfach ein bisschen... Oh, da kommen wir schon wieder so nah an die Wand. Das geht sich wieder nicht aus. Sehe ich schon kommen. Ah, na gut. Wenn jetzt hier noch ein Abstrahler hinpasst, dann haben wir kein Problem. Energieabstrahler. Ah, reicht nicht bis hier. Die haben aber nicht viel Reichweite. Brauchen wir doch noch eine Verlängerung. Ich hoffe, das reicht. Nee, aber es sah gerade so aus, als hätten die kurz aufgeleuchtet und sind dann wieder ausgegangen.
Okay, ich habe einen neuen Plan. Wir nehmen hier keinen Abstrahler, sondern so einen Leitknotenpunkt. Machen so einen auch an die Decke. Beziehungsweise zwei davon. Und können das Kabel dann einfach über der Tür dahin verlegen. Und dann dürfte es auch funktionieren. Ja, ist wieder ein bisschen zu nah dran. Moment. Ach, jetzt lass dich doch nochmal anvisieren, bitte. Mist. Ich habe das Gefühl, wenn ich schnell genug bin... Nee, geht nicht. Ha, dann kriegen wir jetzt wieder nicht mehr aus der Wand. Manchmal geht's dann auf magische Weise, wenn man irgendwo ganz woanders hinguckt. Vielleicht muss ich mal von außen versuchen. Vielleicht guckt er so weit durch. Ja, tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt stehe ich da mit dem Ding und weiß nicht, wohin damit. Okay, wir können den mal hier drin platzieren. Gut. Moment, warum leuchten die Strahler jetzt? Reicht das schon? Dann lassen wir das so. Ich würde nur das gerne ein bisschen rüberschieben, dass das Kabel gerade ist. Und wetten, jetzt leuchten sie nicht mehr wegen den paar Zentimetern? Nee, geht noch alles. Gut, dann packen wir den wieder weg. Okay, jetzt finde ich die Lampen doof. Jetzt, wo wir diese coolen Strahler an der Wand haben, finde ich die Lampen nicht mehr gut. Dass die kein echtes Licht abgeben, ist irgendwie doof. Machen wir doch einfach überall so Dinger hin. Brauchen wir wieder mehr Stromversorgung natürlich. Zumindest ein bisschen. Vielleicht hier beim Tor ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob so einzelne Dinger Licht machen, Sinn machen. Jo, kann man schon lassen. Bisschen rüberschieben, dass es einigermaßen symmetrisch ist. Okay, hier würde ich sogar die lassen. Hier finde ich die sogar ganz cool, auch wenn die kein echtes Licht produzieren. Hier brauchen wir noch mehr... Kabel. Okay, jetzt reicht's. Gut, damit kann ich leben. Und jetzt hier noch zwei so Deckenstrahler leisten. Nein, nicht ganz. So. Sieht schon schöner aus, oder? Licht macht viel aus. Okay, warte, da brauchen wir noch was. Das hätte ich fast vergessen. Wenn schon, denn schon. So, dann kommt das hier weg. Okay, das passt. Aber hier in der Mitte ist es noch so dunkel. Deswegen würde ich noch irgendeine Deckenleuchte genau in die Mitte vom Raum hängen. Und mit genau meine ich so ungefähr Pi mal Daumen. Das dürfte hier so sein, glaube ich. Weiß nicht, ob wir jetzt auch wirklich den nehmen, aber ich packe den jetzt mal hin. Ach, der ist mir zu dunkel. Das macht keinen Sinn. Vielleicht einfach eine traditionelle Glühbirne. Die machen nämlich wenigstens ordentlich Licht, auch wenn sie nicht schön sind. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier ist die Mittellinie vom Raum. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5,
5 Felder tief. Genau, das heißt, sie hängt schon ungefähr in der Mitte. Ich hänge sie noch wirklich ein bisschen nach rechts von mir aus gesehen jetzt, dann hängt sie wirklich mittig. Na komm, okay, ist cool. Ist cool, ist ein schöner Raum geworden, einigermaßen. Können wir im zweiten Stockwerk gleich weitermachen. Der ist irgendwie der trostloseste. Ob wir hier die Wände nochmal austauschen wollen gegen irgendwas Schönes, gucken wir es uns nochmal von außen an. Ups, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon gestoßen. Das war wahrscheinlich ziemlich laut. Okay. Ja. Ich weiß auch nicht. Entweder tauschen wir die Blechwände hier aus und machen auch so kaputte Fenster rein, dass es einfach das ganze Stockwerk voller kaputter Fenster ist. Oder wir fangen da schon an mit so Glaswänden wie ganz oben. Weiß ich nicht. Vielleicht mache ich, glaube ich, die ganze Reihe so kaputte Fenster. Oder ich lasse es einfach, wie es ist. Ich finde, fast hier von der Seite sieht es irgendwie besser aus. Ehrlich gesagt stört mich am ehesten das Glasdach ganz oben. Aber das sieht von innen cool aus. Das lassen wir. Das können wir. Dann können wir die oberste Etage irgendwie mit den neuen Glühbirnen bunt beleuchten. Total crazy shit oder so. Und dann sieht es von außen vielleicht echt witzig aus. Wer weiß. Vielleicht machen wir einfach in der obersten Etage einen Disco-Raum mit Disco-Kugel und Blitzlichtern. Aber wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt muss ich leider nochmal runterfahren, weil ich doof bin. Wir müssen ja erstmal noch die Energieversorgung für den zweiten Raum herstellen. Kann ich dann auch gleich für den dritten Raum machen. Und dafür benutzen wir wieder unser neues hilfreiches Baugerüst. Das war schon ein guter, neuer Unterordner. Eine gute Kategorie mit den Gerüsten. Weil man braucht die einfach zum Bauen, wirklich. Und man kann sie auch noch aus dekorativen Gründen super irgendwo platzieren, wenn man Bock hat. Ah ja, jetzt müssen wir aber von unten das Kabel mitnehmen, sonst kommen wir nicht runter. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich hoffe, die sind nicht zu weit voneinander getrennt. Okay, das geht. Jetzt müssen wir das wieder irgendwie anvisieren. Das wird jetzt problematisch. Scheiß Baugerüst. Okay, ist egal. Wir können das hier nehmen und nach unten bringen. Na, komm. Okay. Ah, das oben muss näher an die Wand. Das sieht sonst doof aus. Aber sonst ist das okay. Ich finde es auch echt schön, dass diese Fusionsgeneratoren hier so leise sind. Dass die nur so leise summen. Und nicht wie diese Benzingeneratoren, die es früher nur gab, die ganze Zeit so laut knattern. Die sind, was das angeht, schon wirklich auf die Wünsche der Community eingegangen. Schon cool. So. Das muss noch näher an die Wand. Ah ja, genau, das wollte ja nicht näher an die Wand. Da hatten wir irgendwie ein Problem. Also ich mach's... Warte, jetzt... Ja. Okay, von mir aus. Von mir aus. Ist das ein bisschen schief? Macht nichts. So. Ich würde sagen, die Wand tauschen wir wirklich aus gegen eine Fensterwand. Lagerhauswand. Oder wir machen einfach mal eine ganz andere, so eine kaputte rein, damit es optisch ein bisschen anders aussieht einfach. Nee, ich glaube nicht. Ich mag diese kaputten Wände einfach leider nicht.
So, ich würde fast sagen, dass wir hier auch einfach an jede Wand so einen Strahler machen. Ah, wir haben kein Kupfer mehr. Wir brauchen Kupfer. Das ist gut. Ich habe jetzt nämlich gerade keinen Bock mehr, dass wir nochmal so eine Einkaufstour mit immer 48 Stunden warten machen. Das dauert mir zu lange. Aber es gibt ja auf Fahaba noch 4 Locations. Ich habe mir eine Map angeguckt, die ich übersehen habe. Ganze 4 Locations haben wir echt übersehen. Das heißt, dass ich jetzt noch das Inventar komplett aufräume und das von Nick auch. Dann holen wir uns unsere Powerrüstungen und reparieren die und dann gehen wir einfach mal looten. Dann haben wir wieder was. Hey! Rede weiter. Lass mich doch nicht so zappeln. Ich wollte gar nicht mit ihm reden. Tut mir leid. Das ist alles. Verstehe. Hey! Ich bin ganz Ohr. Auch nicht bleiben, handeln. Okay. Hey. Gott sei Dank, es hat noch funktioniert. Puh. So. Die Minigun darf er behalten. Alles andere eigentlich nicht. Und die Powerrüstungsteile kann er jetzt auch erstmal behalten. Die müssen wir erst noch reparieren. Transfer. Ich pack das alles mal hier rein. Die ganzen Waffen, die ich jetzt nicht brauche. Den nehme ich. Nur noch 4 Kanonenkugeln. Ist das richtig? Krass. Ich hoffe, man kann Kanonenkugeln in der Munitionsschmiede herstellen. Okay, wir packen den dann auch weg. Brauchen wir nicht unbedingt. Den lasse ich auch hier. Vielleicht lasse ich, weil eigentlich... ich mach's. Ich glaube, ich mach das. Ich lasse den auch hier. Wir nehmen mal nur Atoms Urteil mit und gehen einfach mal in den Nahkampf. Weil der wiegt nicht so viel. Und ist eigentlich mal eine witzige Abwechslung. Den haben wir eh schon zu dem Favoriten. Wo ist er denn? Da ist er. So, Nick. Ist schon wieder verschwunden. Ah, da ist er. Aufgepasst. Schieß los. Steig doch mal hier in deine Powerrüstung. So, coolio. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise. Wohin gleich nochmal? Ich glaube hier, genau, ins Besucherzentrum, ins National Park Besucherzentrum. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich gleich mal von euch. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked doch das Video vielleicht, das würde mir echt weiterhelfen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also macht's gut, bis dann. Ciao.